Okay, dann gehen wir mal runter. Lass mich runter. Ist ja keine Zeit verlieren. Gleich mit dem da sprechen. Oh, was für eine Überraschung. Und wenn das nicht Davy ist, wer hätte gedacht, dass wir uns an einem Ort wie diesen treffen? Ich bin eigentlich hier, um die Legendum Cumulana zu untersuchen, die man sich in Hyrule erzählt. Dass du gerade jetzt auftauchst, du bist schon ungewöhnlich. Endlich habe ich die gefunden, die steinerne Statue. Das ist die, die in den Dokumenten meines Vaters beschrieben ist. Es gibt in Hyrule viele solche Statuen, aber diese hier ist irgendwie anders. Schau dir doch mal den Bauch der Statue an. Steht da nicht etwas geschrieben? Darüber steht auch etwas in den Aufzeichnungen meines Vaters. Das scheinen kumularische Schriftzeichen zu sein. Die Worte, die das Siegel lösen, werden mich erwecken. So steht es hier. Diese Ilja ist doch eine Bekannte von dir, oder? Kann einem richtig leid tun, alle Erinnerungen zu verlieren. Sie erwähnte doch einen Stab aus den Wolken. Ich glaube ja, dass das irgendetwas mit den Worten, die das Siegel lösen, zu tun hat. Kann man dann nicht irgendetwas tun, um ihre Erinnerung zurückzubringen? Das würde wohl so manches Rätsel lösen. Ja klar, das ist mir schon bewusst. Nur das Problem ist ja, wir können es halt nicht veranlassen, dass ihr Gehirn wieder auftaucht. Das ist das Blöde daran. Okay. Oh, machen wir es ganz schnell. Dass wir rauskommen. Okay, dann müssen wir irgendwie anders da jetzt das Rätsel lösen. Okay, dann haben wir jetzt mit dem auch gequatscht, was wir uns eigentlich überhaupt nicht geholfen haben. Das Einzige, was wir bis jetzt erreicht haben, ist ganz ehrlich, ja, wenn wir mal ehrlich sind, wir haben die Möglichkeit, ein Herzteil zu finden, was eigentlich sehr positiv ist, und ansonsten haben wir zwei Briefe bekommen, die wir miteinander tauschen, du, ne? Schade, dass man nicht in Thelmas Wirtshaus sich direkt beamen kann, ne? Direkt in Hyrule Stadt rennen, das wäre schon cool gewesen, wenn es die Möglichkeit geben würde. Aber die gibt's halt leider nicht. So, dann. Aha, da hinten ist auch Chuchulein. So, machen wir es jetzt ratzfatz. Versuchen wir es mit schnelles Rollen vorwärts zu kommen und schnell vorwärts generell zu kommen. Oh, ich weiß nicht, wer das war da. Aber egal. So, tun wir bei dir noch ein bisschen was spenden? Oh ja, klar, warum nicht? 50, komm. Ja, die Liebe mag siegen. Ah, jetzt passiert aber was. Yeah. Wir erhalten ein Herzteil. Sehr gut, dann fehlt uns nur noch ein Herzteil. Fürs ewige Bezahlen haben wir mal ein Herzteil bekommen. 1000 Stück insgesamt, wenn man sich so überlegt. 1000 Stück hat es gekostet. Oh, junger Mann, du siehst gut aus. Doch prima, dieser Aufzug, suchst du irgendetwas? Verstanden, du bist bestimmt hier, um die neue Attraktion in der westlichen Stadtstraße zu besuchen, oder? Ja klar, warum nicht? So, gehen wir nochmal zu Thelmas Haus. Vielleicht finden wir jetzt was heraus. Wir können es ja ausprobieren. Probieren geht über Studieren. Ja. Mal schauen. Vielleicht muss ich auch der Katze die Kackbriefe zeigen oder sowas. Es kann auch sein. Aber ich habe ihn eigentlich nicht mehr, hä? Ich habe ihn schon abgegeben. Keine Sorge, sie findet bestimmt ihr Gedächtnis wieder. Du sollst aber nicht einfach nur darauf warten. Es gibt sicher noch genug andere Dinge, die du tun kannst. Wenn du nicht mehr weiter weißt, schau doch einfach noch einmal in Kakariko vorbei. Ich glaube, Jako ist auch gerade dort. Ja, das habe ich schon. Das habe ich schon. Das habe ich schon mit Jako. Jako ist gerade in Kakariko, wenn du auch hin willst. Dann sieh doch gleich auch mal nach den Kindern, Davy. So.
Ja, wie sieht's aus? Hast du die Kraft dieser alten Kultur inzwischen entdeckt? Wenn ja, dann solltest du es Jaco erzählen. Es würde sich bestimmt freuen. Erforscht gerade die Geschichte der Kumulana. Anscheinend sind die Vorfahren des Volks von Hylia. Ich glaube, es hält sich gerade zum Quellenstudium in Karigo auf. Er freut sich bestimmt, wenn du ihn besuchst. Er ist ein ziemlich eifriger Gelehrter und vielleicht lernst du von ihm Dinge, die auch dir nützlich sein können. Ja. Das heißt, ich darf jetzt, obwohl ich das ja eigentlich schon gemacht habe, darf ich jetzt nochmal nach Kakariko jetzt und nochmal mit ihm quatschen im Schnelldurchlauf? Anscheinend schon, hä? Jep. Anscheinend tatsächlich, Leute. Gut, dann nochmal nach Kakariko. Was bleibt uns anders übrig? Dann machen wir es halt. Wenigstens haben wir schon zwei Herzteile. Und wenn ich jetzt noch eins finde, dann springe ich wie ein Bobbelchen durch die Gegend herum. Dann haben wir noch ein Herzteil voll. So, sehr gut. Sehr gut. So, dann erstmal zum... Okay, ich kann jetzt einfach hier Mitte im Tage oder Mitte in der Nacht mich einfach verwandeln. Auch nicht schlecht. Muss man sich merken. Gut, dann gehen wir jetzt doch runter. Weil ich denke mal, jetzt wird uns auch der Pfeil auf ihn gerichtet, 100%. Nee, irgendwie doch nicht. Oder wir quatschen einfach jetzt mal mit ihm. Ja, Steinstein und Worte, die das Siegel lösen, ein Stab aus den Wolken. Ich verstehe irgendwie gar nichts mehr. Ilias Erinnerungen sind unser einziger Hinweis zu dieser Stadt in den Wolken. Davy, kannst du nicht irgendwas unternehmen? Ja, das ist das Einzige, was ich machen kann. Das, was ich gerade getan habe. Deswegen. Ups, einmal daneben. Abkürzung genommen. Ja, aber anscheinend hat sich auch das Problem im HDMI-Kabel jetzt gewechselt. Ich habe sie einfach ineinander getauscht und irgendwie funktioniert's. Oh, hat Selma irgendwas gesagt? Wenn wir Ilias Handlungen zurückverfolgen, finden wir ganz sicher irgendein Mittel, ihr zu helfen. Ja, habe ich auch. Davy, irgendjemand hat mir an einem sehr gefährlichen Ort geholfen und hat mir von einem Stab aus den Wolken erzählt. Aber ich weiß weder wo noch, wer das war. Ich kann mich daran erinnern, was es mit dieser Geschichte auf sich hat. Ob ich mich wohl irgendwann wieder erinnern kann? Es tut mir so leid, dass ich dich als Wildfremden in diese Sache mit hineinziehe. Oh, es hängt nur von dir ab, ob sie ihr Gedächtnis wiedererlangt. Auch unser Oberhaupt Krogor hat scheinbar keine Erinnerung an jene Zeit. Hat gar nicht erwähnt, dass du ihn gerettet hast. Trotz seines Stolzes ist er doch irgendwie feinfühlig, wenn er wüsste, dass ihn jemand retten müsste. Naja, andererseits hat er ein ausgeprägtes Pflichtbewusstsein. Wenn du ihn brauchst, kannst du dich auf ihn verlassen. Okay. Gut, jetzt gehen wir mal raus und jetzt gucke ich mal generell nochmal, was meine Karte zeigt, wo diese Fahne ist. Weil vielleicht heißt es jetzt wieder zurück nach Harrelstadt. Man weiß es ja nicht, aber eigentlich nicht, wie ihr seht. Sie zeigt mir ins Haus. Ins Häuslein. Bitte, hä? Dann hätte ich gesagt, nur noch eigentlich das Häuslein, den Typi da. So, hier, den. Du sollst zeigen, dass dir ein echter Kerl schickt, schon alleine um das Mädchen zu helfen. Sag mal, wenn es irgendwas gibt, das ich tun kann in diesen Zeiten, müssen wir zusammenhalten, obwohl ich kaum glaube, dass ausgerechnet du mir irgendwann mal helfen könntest. Ja, wir haben dir eigentlich gerettet, du Vollarscher. Ich finde es jetzt echt merkwürdig. Also eine Idee habe ich noch. Ich verwandle mich jetzt zurück zum Wolfslink. Weil vielleicht muss ich tatsächlich auf dem Dach was machen. War mir ja auch vorhin angezeigt worden, irgendwas. Gut. So. So, okay. Jetzt ist aber hier trotzdem nichts. Okay, rein komme ich auch nicht. Komisch. Das ist wirklich merkwürdig. Aber warte mal. Da oben ist die Glocke. Seht ihr das? Und das schimmert so. Komisch.
Als ob man da was machen könnte. Da. So, komm. Ah. Okay, das ist schon mal auch nett. Aha. 200 Rubine. Leck mich fett, ey. Außer sind Truff geballert und 200 Rubine gefunden. Wow. Krasse Scheiße. So, das ist jetzt echt merkwürdig, ja? Von der ganzen Situation her. So, wir haben jetzt eigentlich mit jedem gequatscht. Auch mit ihr. So, dann... Vielleicht muss ich mit dem unten öfters quatschen. Das kann auch sein, ne? Ja, schade. Ich hätte gelacht, wenn ich jetzt hätte mich verwandeln können. Aber warte mal. Steinstarten. Ne, das ist nichts. Es kommt immer wieder das Gleiche. Ne, kann man auch nichts machen. So. Schade. Und da geht halt auch nichts. Da kann man nur als Wolfsling hoch. Ich kann mich auch nicht zurückverwandeln. So. Warte mal. Der hat doch gesagt, da steht was drin. Aber irgendwie auch nichts. Ich find's komisch. Ich kann halt echt nichts machen, ne? Der sagt immer noch das Gleiche. Ganz merkwürdig. Ganz, ganz merkwürdig. Von der Situation her gesehen. Ich bin jetzt ein bisschen sehr, sehr gewuchst. Aber ich hätte noch eine Option, wo ich mir gerade denke, das wäre vielleicht zurück nach Hall der Stadt gehen und nochmal zu dieser Ambulanz. Vielleicht hat man doch nicht alles geregelt bei ihm. Kann ja gut möglich sein, aber sicher bin ich mir gerade echt nicht, um ehrlich zu sein. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe es wirklich sehr. Sonst bin ich langsam sprachlos oder einfallslos oder mir fällt nichts mehr ein, wie mir weitergehen könnte. Sonst muss ich dann mal gucken, was ich noch machen muss. So, wichtig ist nur, bevor wir hier jetzt reingehen, nochmal zum Menschen sich zu verwandeln. Okay. So, er hat ja gesagt, diese Statue wurde in irgendwelche Medizin, wenn ich mich nicht irre, getränkt. Das heißt, es müsste ja irgendwo dann so ein Ding sein, irgendwo. Im Raum, im Zimmer. Muss er ja mit irgendwelchem ekligen Zeug gearbeitet haben, rein theoretisch. Also muss ich bestimmt, denke ich mal, in seinem Zimmer suchen. Dann zum Wolfslink werden. Dass wir das riechen. Oh, das ist der komische Typ, wo sich gegenseitig anwinkern. Mal schauen wir mal. In der Ambulanz. So, der ist dort, okay. Warte mal, sieht er das hinten an der Wand? Das sieht doch ganz komisch aus. Oh, das müffelt doch irgendwie. Interessant. Schnuppern wir mal. Geruch von Fisch vergessen und neuen Geruch merken, ja. Geruch von Medizin gewittert. Das ist doch schon mal vom Vorteil, glaube ich. Ich glaube, das war eigentlich das Problem, wo wir hatten. Ich hätte das machen müssen. Okay. Gehen wir jetzt hier raus. Autsch. Voll auf die Schnauze wieder geflogen. Oder voll auf mit der Schnauze gegen die Wand geladdert. Warte mal. Zurück. Ab in die Stadt und dann hoffen wir mal, dass wir den Geruch nachempfinden können. So. So, der Geruch. Aha, da ist er. Wo wird er uns wohl hinführen? Nee, 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 nee. Komm. Lass mich den Geruch nachwittern. Wir haben schon genug Zeit jetzt gefressen.
oder verschwendet. Mhm. Okay. Okay, und darunter, alles klar. Oh, guck mal. Suchst du etwas, dieses Ding, das Ilja bis bei sich hatte? Wie hast du nur herausbekommen, dass ich es dem Arzt abgenommen habe? Ganz schön clever. Aber dann waren da Knochenhunde und die haben sie mir weggenommen. Ich sage dir, wenn solche Gerippe hinter der Schnitzerei her sind, dann ist die Kleine da in etwas Größeres reingeraten. Die Biester sind irgendwo in der Nähe des Südtors und dümmerweise kommen die nur nachts aus ihren Löchern. Außerdem sind sie immer im Rudel unterwegs. Du musst sie alle besiegen, um die Schnitzerei zu bekommen. Und zurückbekommen musst du sie. Sie ist ein Schlüssel zu Ilias Erinnerungen. Okay, das heißt, wenn es noch dunkel ist, müssen wir uns schnell beeilen, rauszugehen. Südtür, 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 hier raus. Auf raus. Hoffen wir mal, dass wir das Ding jetzt finden. So, komm. Okay, es riecht hier nichts. Oh, es wird langsam hell. Wir müssen uns beeilen. Wo wird es sein? 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 Oh, da sind sie. Okay. Haben wir aber schnell gefunden. Komm. Sehr gut. Das würde ich sagen, Jackpot. Ja, du findest die Schnitzerei wieder, eine seltsame Statue, die ursprünglich Ilja gehörte. Sie könnte der Schlüssel zu Iljas Gedächtnis sein. Lege sie mit XY und schieß mich tot an. Das werden wir auf jeden Fall gleich machen, nachdem wir hier alles eingesammelt haben. So, haben wir das aber ratzefatze beendet. So, eigentlich könnte ich mich hier eigentlich direkt nach Kakariko warpen, ne? Ich denke mal, das sind wir am schnellsten. Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Das ging doch jetzt schneller als gedacht, ja. Mit Zufall, aber trotzdem, ja. Gott sei Dank, mit Zufall muss man auch was finden, ne? Okay, die Stadt wird immer heller wieder. So, schnell anlegen. Gut, und rein mit dir. Dann geben wir sie mal ihr. Was ist das? Ich war irgendwo hier eingesperrt und jemand, der auch dort war, hat mir geholfen. Das hier habe ich bekommen. Ja, das hat mir dieses jemand gegeben, als ich befreit wurde. Ja, jetzt sehne ich mich, aber diese Person ist immer noch in Schwierigkeiten. Man muss ihr helfen. Aber wo war das nur? Wieso kann ich mich auch nicht mehr daran erinnern? Jetzt fällt's mir ein. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Es ist eine heilige Statue des Volkes, das in alten Zeiten der königlichen Familie von Harry gedient hat. Sie diente dem König im Verborgenen. Deshalb leben sie auch zurückgezogen im geheimen Ort, aber das Volk wurde vernichtet. Ihr verlassenes Dorf findet man hinter der Brücke von Eldin an dem Weg, der nach Renele führt. Aber ein großer Felsen versperrt schon seit langer Zeit den Weg. Na, man wird das Dorf also nicht so leicht erreichen können. Mach trotzdem keine Sorge, gerade in Zeiten wie diesen sind wir Gron immer bereit zu helfen. Und der Dicke wird es jetzt zermalmen. Unser Oberhaupt Grogor ist schon vorausgegangen und wartet, wenn du ihn nicht findest, sieh einfach auf deine Karte nach. Gehen wir also zu dem Weg hinter der Brücke von Eldin, der nach Hanelle führt. Willst du mir noch was sagen, Ilya? Nein, außer beten willst du nichts. Okay, dann haben wir ja wenigstens jetzt das gefunden. Ein Herzteil wäre echt cool, wenn wir ihn noch finden würden jetzt demnächst. Würde ich echt begrüßen. Gut. Dann läuft es. Dann können wir uns gleich hinwarpen. Ich glaube, wenn ich mich nicht erinnere, muss das in diesem Bereich da oben sein, ne? Warte. Renele. Okay, das ist Renele. Da ist Renele generell. Eldin. Also hierhin, ne? Eldin. Das ist die Brücke. Genau, dahin. Ah, und da müssen wir hin. Alles klar, da sind wir schon mal in der Nähe. Das ist schon mal positiv, dann beam ich mich gleich dorthin. Und lauf so schnell wie möglich hin.